Zwischen 83 und 160 nach Christus wurde der Limes angelegt, eine durchgehende Befestigung der nördlichen Grenzen des Römischen Reichs. Der Limes diente der Überwachung der Grenze, hatte aber nicht nur militärische Gründe. Die Soldaten sollten vor allem auch den normalen Personenverkehr und damit den Handel kontrollieren. Hier gab es also einen permanenten Kontakt und Austausch zwischen Römern und Germanen. Mit einigen Germanenstämmen wurden zudem besondere Verträge geschlossen. Sie durften innerhalb des Römischen Reiches siedeln und sollten als Gegenleistung dafür die Grenzen dort gegen Eindringlinge verteidigen. Bereits unter Kaiser Diokletian wurde das Reich geteilt. Es entstand die sogenannte Tetrarchie, die Herrschaft von vier Kaisern. Das zielte auf eine bessere Verteidigung der Grenzen. Aber schon Konstantin wurde nach langen Kämpfen gegen seine Mitkaiser wieder Alleinherrscher. Das Römische Reich wurde wieder nur von einem Kaiser regiert. Ab dem letzten Viertel des 4. Jahrhunderts drohten dem Römischen Reich wieder neue Gefahren. 375 nach Christus drangen verschiedene Stämme in das Reich ein und schlugen die römischen Heere. Diese Wanderungsbewegung germanischer Völker aus dem Norden und Osten, die vor allem Richtung Süden und Westen drängten, wird als Völkerwanderung bezeichnet. Im Französischen heißt Völkerwanderung übrigens Invasion barbare, also so viel wie die Invasion der Barbaren. Vereinzelte Gruppen zogen auch durch das Oströmische Reich. Der meiste Druck jedoch entstand im Westen. Nach dem Tod von Kaiser Theodosius wurde das Reich dann endgültig in eine West- und Osthälfte geteilt. Seitdem war aus dem Osten keine Hilfe mehr zu erwarten. Die beiden ehemals zusammengehörigen Teile lebten sich auseinander. Der Westen war schon lange lateinisch, der Osten aber seit der Zeit des Hellenismus griechisch geprägt. Wenn man vom Ende des Römischen Reiches spricht, meint man eigentlich nur das Ende des Weströmischen Reiches. Das Oströmische Reich bestand nämlich noch weiter. Nur das Weströmische Reich ging unter. 451 nach Christus erzielten die Weströmer noch einen letzten großen militärischen Erfolg. Bei der sogenannten Schlacht auf den katalaunischen Feldern stoppte ein römisch-westgotisches Heer den Vormarsch der Hunnen unter Attila. Der genaue Ort der Schlacht ist unbekannt, wird aber im heutigen Frankreich vermutet. Der Rückschlag war für die Hunnen allerdings nicht besonders groß, da sie im Folgejahr Italien direkt angriffen. Bereits 476 nach Christus erfolgte die Absetzung des letzten weströmischen Kaisers, Romulus Augustulus. Abgesetzt wurde er von einem germanischen Offizier. Dieses Ereignis markiert das Ende Westroms. Im Gegensatz zum Weströmischen Reich bestand Ostrom noch weiter. Für die spätere Zeit wird die Hauptstadt Konstantinopel auch als Byzanz bezeichnet. Das Byzantinische Reich bestand noch rund 1000 Jahre und endete erst mit der Eroberung der Hauptstadt durch die Osmanen im Jahr 1453, die sie dann in Istanbul umbenannten.